Ja, die Daten. Und da sind die Befehle. Genau, ja. Mit der linken Maustaste kann ich mir die Positionen raussuchen, wo immer das ist. Da fängt es an. Das heißt, wir sind bei 3 Sekunden 23. Gut, das merken wir uns einfach. Ich gehe mit Quit, mit Que wieder raus. Noch einmal Quit und jetzt gehen wir das da gleich ein. Beginn ist 3 Sekunden 22. Caro, geht das bei dir jetzt schon? Ja. Okay. Das ist das Ding. Ja, es ist jetzt hier. Aber könntest du auch mit Crop machen, oder? Mit was? Mit Crop. Ach so, kannst du im Nachhinein auch, ja, aber dann verlierst du irgendwas. Aber da ist einfach ganz klar, da fängt jetzt der Pfeil an und das ist es. Das heißt, der Fehler von der Caro war, weil der... Aber schau, er muss eine Frage suchen, welche Schöpfe ist gar nicht. Das ist egal. Morning, the diner on the corner, I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. So, und jetzt im View können wir uns das natürlich im Zoom anschauen. Jetzt sollte das wirklich, ja, ziemlich genau. Ja, das sind nur Hundertstel Sekunden, die da dazwischen sind, also das ist okay, das kann man lassen. Und wir haben es, also es kommt so ein Stereo-File daher, das unten ist der linke Kanal, das oben ist der rechte Kanal. Wir können es übereinander legen mit dem Y-Taste. Jetzt liegen beide Grafiken da und da kommen wir wieder zurück. Also es ist ja wirklich identisch, das ist ein Monofile. Also wie gesagt, mit der Y-Taste können wir es in eine Grafik legen und es gibt auch nur die Option, ob das jetzt bei allen funktioniert, weiß ich nicht, das ist nicht so wichtig, weil ich verwende sie immer mit D, kriege ich einen Dump von Grafikdump und kann das dann, diese Grafik dann weiterverwenden. Wo wird die dann abgespeichert? In einem File namens Grafikdump. 01.bmp, das ist ein Bitmap. Gut, aber das brauchen wir jetzt nicht, ich sag's nur so nebenbei. Wie kannst du der Grafik nach hinten? Control Enter. Control Enter. Es sollte jetzt runterstehen, die ganzen Kiste. Gut, jetzt gehen wir mit Quit wieder raus. Und machen weiter im Skript, also Enter. Jetzt macht er diese Hilbert-Transformation. Das Hilbert-Allpass-Filter. Schaut jetzt auf der Ebene ähnlich aus, aber wir können wieder in den Zoom gehen. Das ist wieder linker Kanal, rechter Kanal und jetzt sind die nicht mehr gleich. Jetzt wahllos irgendwo hingesprungen. Also man sieht, dass jetzt der rechte Kanal
deutlich verschoben ist gegenüber dem linken. Das ist diese 90 Grad Phasenverschiebung aller Frequenzen, das haben wir eh schon früher durchgemacht. Also ich gehe mit Quid wieder raus und schauen wir das jetzt mit X in dieser Darstellung an. Ja, das ist lange Zeit, ja. Geeigneten Punkt aus. Dann gibt mir die zwei Waves an ein Quid. Also ich kann da die Amplituden ändern einfach mit 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 8, das steht jetzt am Rande. Geben wir mal die vierfache Amplitude. Lass es einmal irgendwo stehen. Also mit der Blank-Taste kann man das stehen lassen. Und der weiße Strich ist das momentane Sample. Und in der Darstellung haben wir eben die Amplitude, das ist die Länge von dem Radius, und der Winkel ist die Phase. Die ist in dem Fall, also das sind minus 45 Grad ungefähr. Und diese Konvertierung, ich gehe jetzt raus aus der Grafik, diese Konvertierung können wir so vornehmen. Jetzt habe ich ja im linken Kanal den Radius, im rechten Kanal die Phase. Und das ist deswegen übersteuert, weil die Phase zwischen Minus und Plus Pi ist. Also das können wir uns wieder im Zoom anschauen. Kann ein bisschen runtergehen in der Amplitude. Also mit den. Hast du die Amplitude? Es steht alles da unten, die Arrow Keys sind das. Also down, up und down. Und dieses. In der Darstellung hat es die unangenehme Eigenschaft, dass immer Sprünge drinnen sind in der Phase. Weil das geht irgendwie so von minus Pi bis plus Pi und das ist plus Pi und minus Pi ist das gleiche. Und jetzt haben wir da Sprünge drinnen, mit denen man eigentlich nichts anfangen kann. Man kann auf der Ebene kann man ein paar Routinen ansetzen, ein paar Effekte kann man da rausholen, aber wesentlich eindeutiger ist es, wenn man nicht die Phase nimmt, sondern die Phasengeschwindigkeit. Das heißt, ich gehe wieder zurück. Mit R Phi minus wird es wieder rückkonvertiert in die ursprüngliche XY-Darstellung. Und ich verwende jetzt statt Radius Phase, Radius Delta Phase. Da habe ich es kurz skizziert. Das heißt, im linken Kanal habe ich die Amplitude, im rechten Kanal habe ich die Phasengeschwindigkeit. Schaut jetzt so aus. Also das ist jetzt eine völlig konsistente Welle, die halt hin und wieder solche Spitzen drinnen hat. Es gibt aber eine Alternative, ich gehe nochmal zurück. Wir können uns das normieren. Statt dem R, die Phi, Radius Delta Phase, dasselbe normiert. Das heißt, das ist für die Grafik jetzt einfacher und übersichtlicher, weil jetzt pendelt es nicht zwischen minus Pi und plus Pi, sondern zwischen minus 1 und plus 1. Durch. Die ganzen Schritte noch einmal.
So. So, jetzt ist es besser sichtbar. Jetzt kommen wir da irgendwo zu einem höheren Pegel. Also es sind immer wieder so Spikes drinnen, so wie da, der ist zum Beispiel sehr markant. Und diese Spikes sind meistens dort, wo die Amplitude ganz klein ist. Das Interessante an dieser Phasengeschwindigkeit ist, dass sie bei einfachem Klangmaterial, das halt sehr sinusartig ist, tatsächlich ein Maß für die Frequenz ist. Also man kann da ablesen, welche Frequenz da drinnen steckt. Und das heißt auch in der DSB-Fachsprache heißt das auch Instantaneous Frequency, also die momentane Frequenz. Also diese Phasengeschwindigkeit, diese Delta-Phase, ist die momentane Frequenz von dem Klang. Wenn der sehr sinusartig ist und sehr einfach, dann ist es tatsächlich nachvollziehbar. Wenn es ein komplizierter Klang ist, wie diese Stimme, dann ist es nicht ganz identisch. Und trotzdem ist das jetzt ein ganz ein wichtiges Werkzeug für uns. Eigentlich fangen alle spannenden Sachen im DSP, im Signal Processing, mit dieser Instantaneous Frequency an. Und das können wir jetzt einmal ausprobieren. Jetzt reduziert diesen. Also das tun wir mal weg. Gehen wir gleich mitten in den. Natürlich müssen wir bei der Rückkonversion, ne? Das auch so machen. Gut, und es stellt sich die Frage, was können wir da dazwischen tun? Also wir haben eine Konvertierung durchgeführt von diesen XY-Koordinaten in Radius und Phasengeschwindigkeit. Und in der Form können wir jetzt alles Mögliche ausprobieren. Zum Beispiel, das ist gleich das Erste. Die Amplituden verändern. So. Ja, das wird lauter. Dadurch, dass es OVP wird, wird sowieso wieder normiert. Und die Phasengeschwindigkeit wird jetzt verdoppelt. Jetzt haben wir tatsächlich sämtliche Frequenzen da drinnen schneller abspulen lassen. Also bei so einfachen Klängen, die wirklich nur einstimmig sind, funktioniert das auf diese komische Art. Wenn das natürlich Gemische sind, kriegt man Intermodulationen raus. Also wir können das auch gleich mit noch viel höher schrauben. Also was wir erst gesehen haben, diese Kreisbewegung in der XY-Darstellung, in der Grafik, die ist jetzt, war jetzt doppelt so schnell und jetzt wird es achtmal so schnell. Ja, das haben wir jetzt so hoch geschraubt, dass wir jede Menge Elias-Frequenzen kriegen. Das ist dieses Rauschen und Gebrösel, das da drinnen ist jetzt. Aber die Amplituden klippen nicht, oder? Nein, das ist egal, die sind ja relativ, die werden ja wieder justiert nachher. Also wir könnten sie auch so schreiben.
1/8, dann würde der linke Kanal gleich bleiben, nur der rechte jetzt. Mit die achtfache Amplitude. Und runter geht es natürlich auch, wir können es auch langsamer drehen lassen. Genau, jetzt haben wir es halb so schnell laufen lassen. Solche Modulationen sind aber immer drinnen. Das ist Teil davon. Und natürlich kann man so eine Routine gleich auskoppeln. Also ich mache das jetzt so. Nämlich, das heißt Spin. In der Routine stecken diese Dinge jetzt schon drinnen. Das ist eine Zusammenfassung. Also probieren wir noch einmal einen höheren Spin und ein Layers-Filter dahinter. Ich glaube, wenn wir das jetzt so beschleunigen, also diese Phasen, Drehung so beschleunigen, dann kommen wir mit irgendwelchen Frequenzen jetzt über die Grenzfrequenz und die spiegeln es uns wieder runter. Da entsteht dieses Elias und mit dem ALF, mit dem Elias-Filter, kann man die Gröbsen davon wieder entfernen. Natürlich gehen da auch Zwischenwerte, also ich kann da, das müssen keine Ganzzahlen ins Bin sein, es geht auch 3,5 oder irgendwas. Wie würdest du die Erwartungshaltung definieren, also wenn du diesen Speed machst, wo dreht er dann schneller? Weil er dreht ja nicht alles zusammen schneller, weil sonst wäre es ja... Doch. Ja, weil dann wäre ja die ganze Zeit, die Zeitlichkeit bleibt ja gleich, oder? Die bleibt gleich, ja. Also es wird wirklich nur von einem Sample zum anderen ist ein kleiner Phasenwinkel. Ist ein Winkelunterschied. Und der wird einfach vervierfacht. Und zeitlich bleibt alles so, wie es ist. Ein Sinus ist ja nur so, dass nur Ton wieder verändert wird. Und nur reinen Sinus einschicken. Genau. Also der wäre blitzsauber und halt auf einer höheren Frequenz dann. Das ist eine der vielen Dinge, die eben nur komplex funktionieren. Und sehr effizient ist natürlich, wenn man kann diesen Spin benutzen, wenn man Dinge in der Geschwindigkeit runtertransponiert, wenn ich den Pfeil jetzt sehr langsam laufen lasse. Und probieren wir das gleich. Das heißt, ich gebe. Stretch 4. Schauen wir uns auch an. Ganz gemein ist. Das S wird zum Esch. Thank you.
kann jetzt in so einem Fall jetzt das Spektrum aufholen. Natürlich klingt es jetzt in einem musikalischen Sinn nicht dasselbe Höhe und so, aber als Werkzeug kommen wir mal jetzt in andere Bereiche. Das ist interessant, weil manche Sachen langsamer aufgeführt werden wie andere. T oder so war jetzt kürzer wie nach O oder irgendwie so. Ja. Das ist aber so. Das ist so, ja. Ja. Das hört man deutlich. Also zeitlich bleibt alles, wie es war. Wir könnten uns jetzt natürlich auch anschauen, was in diesem Pfeil überhaupt drinnen ist. Weil es entstehen schon ständig so Intermodulationen oder es holt so komische Sachen raus. Und das schauen wir uns jetzt einfach einmal an, wie das Spektrum von dem ausschaut. Das heißt, ich gebe gleich da dahinter also der Schrägstrich heißt, dass da eine Fourier-Transformation gemacht wird und dann das kann man sich das Spektrum anschauen und das O heißt, dass das optimiert ist, dass das wirklich in einem sichtbaren guten Bereich ist. Und wir können es auch weglassen, das ist so einfach. So haben wir das. Also nicht FuseSpec, das ist die simple Fassung davon, sondern VSP. Hm? Okay, so schaut das Spektrum von dem Lied aus. Das ist insofern ganz gut jetzt, das hat eigentlich nur 5 Töne. Da liegt alles. Und das sind die Obertöne davon. Und interessant ist gleich einmal der da. Also den kann man anklicken mit der linken Maustaste, dann kriegt man raus, was das für eine Frequenz ist. Dem Bereich 60 Hertz amerikanischer Netzboom ist da drauf. Dann haben wir da noch was. Das sind ungefähr 12 Hertz. Das ist offensichtlich das Doppelte, weil diese Teilungsstriche sind Oktaven. Das muss dann 24 sein oder so, oder 25. Dann sind das wahrscheinlich 36 oder 38. Also da gibt es irgendein Grundgeräusch von 12 Hertz. Ich habe schon mal gerätselt, was das sein könnte, aber wenn das in einem kalifornischen Studio aufgenommen worden ist, dann ist es wahrscheinlich ein Ventilator. Und ganz links sehen wir nur einen schwarzen Strich. Das ist eine riesen Offset. So Gleichspannung ist auf der Aufnahme drauf. Das heißt, alles von da weg können wir uns eigentlich schenken. 120 Hertz ist die Oktav vom Netzboom. Also wir könnten eigentlich ab da, ab 142 Hertz sowas oder 150 Hertz, alles wegschneiden. Das ist alles Mist. Oben ist es sehr brav gefiltert. Machen wir jetzt gleich einmal. So. Das heißt, wir geben dann einen High Pass rein. Und zwar einer von dem Typ, also bestimmte Filtertype, die sehr sauber abschneidet, mit der Güte 4, das sind 48 dB pro Oktav, also pro Güte hat das 12 dB. Und wir schauen uns das nochmal an. Da
Also ich kann es auch so schreiben, dass die ursprüngliche Grafik erhalten bleibt und die neue drüber geschrieben wird. In einer anderen Farbe. Also das Plus heißt einfach, dass die vorige Grafik stehen bleibt, also die Kurve bleibt einfach stehen und das neue Ergebnis wird jetzt in Rot in die Grafik eintragen. Frequenz habe ich vergessen. Was haben wir gesagt? 150 Hertz. Ja. Ich habe kein Plus. Ich finde es kein Plus. Also, so. Hochkomma doppelt ist. Ah, Hochkomma. So, ab da ist alles Kommentar. Okay, dann starten wir das einmal. So hat es vorher ausgeschaut. Mit Enter kommen wir da weiter. So schaut es jetzt aus. Also der ganze Mist ist jetzt da draußen. Es kann natürlich sein, dass das jetzt nicht viel anders klingt, aber für diese Weiterbearbeitungen sind diese Unsauberkeiten schon von großer Bedeutung. Funktioniert das bei allen? Geht dann nochmal raus. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting. Okay, für müsste man jetzt natürlich vergleichen, ob sich da jetzt wesentlich was geändert hat. Egal, also den Pfeil haben wir mal bereinigt, sind wir mal sicher, dass, weil diese Offset, diese 0 Hertz, also die können dann im Lauf der Weiterverarbeitung ziemlich viel Mist bauen. Könnte man auch mit RPO machen, oder? Ja, aber dann hast du den Cut halt bei 10 Hertz. Das nimmt wirklich nur die Offset weg und so. Sind wir bei 150 Hertz. Ja. Ja. Dieses Spin, diese Operation, die enthält, wie gesagt, die drei Routinen. Also die Konvertierung in Radius-Delta-Phase, die Amplitudenveränderung der Phase und die Rückkonvertierung. Wenn wir das wieder anders schreiben, also statt dem Spin
Also wenn wir uns das nicht anschauen müssten, dann reicht ja das auch, dann müssen wir es nicht normieren. Und das Experimentieren beginnt jetzt eigentlich da, wo wir in dieser Konvertierung drin sind und uns überlegen, was kann man jetzt da noch alles machen. Also wir könnten jetzt ganz stur alles, was wir bisher ausprobiert haben, versuchen und also das war jetzt eine reine Amplitudenveränderung. Die hat uns jetzt in dieser Konversion eben den Spin beschert. Also wir könnten jetzt Verzerrungen draufsetzen, alles was die ganze Palette an Routinen kann man einfach jetzt ausprobieren mit dieser Delta-Phase. Man kann es auch filtern, also das ist das, was ich jetzt machen werde. Low-Pass. Und zwar auf 10 Hertz. Jetzt, wenn wir das jetzt verstehen wollen, was da passiert, also jetzt vorausahnen, was das bewirken könnte, müssen wir uns über eines im Klaren sein, also ein Filter jetzt in dieser Konvertierung wirkt jetzt nicht so, wie wir uns einen Filter vorstellen. Also das reduziert uns jetzt nichts auf 10 Hertz, es nimmt nur die Geschwindigkeitsänderungen weg. Also diese Phasengeschwindigkeit in jedem Moment ändert sich ja auch ständig. Und diese Änderung wird jetzt langsamer durch das Filter. Also jetzt kann sich die Drehgeschwindigkeit jetzt nicht mehr so schnell verändern. Also wir schauen uns das einfach so an. Das Stretch nehmen wir so aus, machen wir gar nicht da. So schaut es im Original aus und so nach dem Filter. Also ohne Phasenänderungen über 10 Hertz quasi werden. Genau, ja. Man sieht, es ist so, ungefähr so schnell wie vorher, aber es ist relativ kreisförmig. Wie wird das klingen? Gleich ein bisschen zu sehen. Na, schau mal. Ja. Naja, wenn man sich das im Zoom anschaut, da haben wir bei dieser Delta-Phase
Ich habe normalerweise. Immer so aus, also da knuddelt irgendwas dahin, manchmal ein bisschen darunter, dann riecht man, dann können wir diese Spitzen rein. Und wenn das jetzt gefiltert wird, dann schaut das in Umständen so aus. Ja. Da war das jetzt. Delta Phase ist, ist das ein Maß für die Frequenz, die da drinnen steckt. Und das bleibt jetzt ungefähr gleich, nur es verändert sich nicht so schnell. Jetzt könnten wir uns natürlich eines sagen, in dem Lied sind ja nur diese fünf Töne drinnen, mehr kommt ja gar nicht vor. Die schauen wir uns nochmal an, kurz. Die liegen zwischen, das ist der 183 Hertz und 277, das sind die Grundtöne. Das heißt, wir könnten uns den Bereich rausholen da, machen wir einen Schnitt bei 160 Hertz und dann machen wir einen bei 308. Also statt dem Kompass, lass mich so stehen, geben wir einen Bandpass. Was war das zweite? 300 irgendwas da? Was sind das jetzt oben, oder? Mhm. Was soll dann noch einmal? Nein, haben wir keinen Sinn. Auf 370. Und das holen wir uns auch an. Also, da könnte man weiter runter gehen. 330. Ja, was hat er jetzt gemacht? Irgendwas stimmt jetzt nicht. I am sitting in the moor. Ja, da. Da haben wir den gar nicht so drinnen. Machen wir es doppelt, einen Low-Pass auf, einen High-Pass auf 160. Und einen Low-Pass auf 350. Jetzt sehen wir an der roten Kurve, dass wir uns den Bereich da rausgeholt haben. Da. Alles andere ist in den Hintergrund getreten. Da. Ist das nur die Box? Ja, das ist ja. Ja. Das ist nicht weiter tragisch, aber jedenfalls haben wir uns die jetzt eigentlich nur mehr die Grundtöne von dem Song rausgeholt. Wenn ich da jetzt weitergehe, die Methode mit der Filterung von der Delta-Phase, dann klingt das einmal. Ja. Mm-hmm.
gefällt mir die gar nicht, gell? Okay, kurz laut noch. Ja. Jetzt habe ich es schon. Das ist, da ist das kleine Pult übersteuert von so viel Pegel. Da muss ein Gen ganz zurückdrehen. Eigentlich einen Pitch Tracker geschaffen. So, auf die, es wird diese Phasengeschwindigkeit wird raus analysiert und dann eigentlich wieder Generator betrieben damit. Im Grunde sind das jetzt, das was da rauskommt, sind Steuerdaten für einen Generator und in dem Fall ist der Sinusgenerator. Und das ist der Punkt, wo man in zwei Richtungen weitergehen kann. Also ich kann jetzt mit diesem sinusartigen Klang, dünnen, da kann ich mit jeder Wave Shape drüber gehen. Also ich kann jetzt da am Schluss, bevor wir das spielen, das ist jetzt also ein Wave Shaper, der aus jedem Sinus einen Sägezahn macht. Das hören, das kommt schon. Das ist nur auf einem Kanal dann. Eben, auf dem linken Kanal kommt bei mir nämlich nichts daher. Dieser Filterung da dazwischen, zwischen der Konvertierung und Rückkonvertierung, schaffen wir diesen Pitch Track, dass das wie die Stimme zu einem Sinuston wird, der die Melodie ungefähr nachzieht. Und der Wave Shaper, der macht jetzt aus dem Sinuston einen Sägezahn. Also das könnte man sich jetzt. Die spreche ich jetzt einmal ab. Also wenn, ich würde euch Folgendes vorschlagen, also wenn da irgendwas interessant ist jetzt in dem Zustand, während ich dann dem Pfeil herumschreibe, den abspeichern und neu benennen. Ja. Kurz nach dem RT4-, ja. Wo, wenn
normal wärst, kommt eine Sinus. Also ist es einfach eine Kreisbewegung. Genau, ja. Und mit dieser Kreisbewegung gehst du in einen Wave-Shape. Der die Phasen von dem Sinus nimmt, aber mit und sozusagen dann einen Sägezahngenerator betreibt. Nur zuerst schaust du eben nicht in ein Wave-Shape-Punkt-Sin oder Cos hinein, sondern eben, das ist schon das ist in sich drin, ja. Ja. Also das RDFI minus ist ja eigentlich schon ein Generator, genau genommen. Ja, das wollte ich. Der eben die zwei Kanäle kriegt, einen mit der Amplitude und einen mit der dieser Instantaneous Frequency. Mit der Phasengeschwindigkeit. Also de facto ist es ein Sinusgenerator, der ständig zwei Inputs hat. Jetzt verstehe ich unbedingt, dass das als erstes mit dem Sinus, mit diesem Generator, der ein Sinus ist, und dann in einen Wave-Shape noch gehen muss. Das muss man nicht, aber das. Das kann man dann natürlich abkürzen und das ist dann in dem Hugo, der im Amp ist, ist das natürlich anders gelöst. Okay. Aber das Prinzip ist das gleiche. Dann, ja. Hier ist es eigentlich ein bisschen auf dem Weg. Ja. Jetzt rein, das ist programmiertechnisch. Wie kommt es, dass es dann irgendwie im Kanal dann? Weil das nimmt, wir haben vorher die Kreisfrequenz, ja. Und das nimmt jetzt nur die Phase und der Sägezahngenerator, den ich da betreibe, in dem Wave-Shape, der ist nur Mono. Der ist nur Mono. Das ist ja eine ganz einfache Sache. Der fährt ja nur gerade rauf und dann rauf und runter. Also das wäre sehr kompliziert, einen komplexen Sägezahn zu generieren. Das ist unnötig. Also diese Art Wave-Shape verwenden, geben dann nur an Rellen Mono-Output. Außer man nimmt die Lemniskarte. Schauen wir uns das einfach einmal an. Ich tue nur diese Dinge jetzt raus, die wir jetzt nicht mehr brauchen. Das braucht man nämlich auch nicht. Das braucht man nicht. Das haben wir alles zu viel. Auch nicht, das kennen wir schon. So schaut es vorher aus, nach unserer Filterung. Also das ist dieser kleine Ausschnitt von dem Lied, nur die Grundtöne. Also man sieht, das ist sehr sinusartig da. Und nachher. Schaut so aus. Da gibt es natürlich eine ganze Menge Wave-Shape-Funktionen. Das steht im Manual. Es gibt natürlich die Klassiker Sinus, Rechteck, Dreieck und auch unsere. Unsere Lemniskarte, diese Achterbahn. Ich mache da jetzt vorher so anders. Optimal. Da optimal reingeschrieben, dass wir einen gescheiten Pegel haben. Ja. Oder eben so. Also da sieht man jetzt sehr schön diese fast sinusartige Kreisbewegung, die sich nur langsam in der Amplitude ändert. Und jetzt dasselbe mit Lemniskarte, das ist diese Achter,
Du machst jetzt statt einem Kreis eben diese Achterbewegung. Und das hat jetzt ganz subtile. Gut, also mit dem Wave Shape kommen wir da jetzt einmal raus in einen anderen Klangtypus. Bevor wir jetzt eine Pause machen, nur kurz, also man kann natürlich an der Stelle auch wieder alles Mögliche einsetzen und sehr spannend sind teils natürlich Verzerrer, ganz normale Verzerrungsfunktionen statt ein Wave-Shape. Das nehmen wir mal raus. Da gibt es eine Palette von 30, 40 verschiedene Typen. Was könnte man denn nehmen? Einen normalen Fass. Ein Gitarrenverzerrer. Da könnt ihr jetzt nachschauen, wenn ihr im Manual schaut, ich habe das gleich da liegen. Bei den Distortions. Da gibt es eine ganze Palette. Jetzt haben wir gehabt diesen Fass. Genau. Also typische Gitarrenverzerrer, die alles, was über einen gewissen Pegel ist, wieder herunterschrauben. Aber es gibt eine Menge anderer, sehr spannender, zum Beispiel, was könnte man denn da nehmen? Kreisprojektion. So schaut es aus bei einem geringen Pegel, wenn man die Amplituden raufsetzt, fängt es zum Kippen an. Also da werden die höheren Amplituden fangen zum Modulieren an und die tieferen bleiben sowieso an. Das heißt, Circular Projection, also Kreisprojektion, Verzerrung und an Amplitudenanhebung von 4. Also das können wir jetzt noch viel stärker einstellen, wenn wir mal so 40, 10, 16 ist gut. Na, da ist schon knapp. Jetzt würde ich sagen, machen wir eine Mittagspause, oder? Und
dann probieren wir aus, wie wir uns diesen ganzen Weg abkürzen können in einer einzigen Routine, wo man dann das alles auf einmal hat. So bad. Anders. Lassen das jetzt achtmal so langsam laufen. Können wir nachher auch machen. Wurscht, ist eigentlich wurscht, wo wir. Nein, das sieht man besser. Daher. Ich sag das gleich, wenn ich mir ausprobieren will. Okay, da brauchen wir uns dazwischen. Ah, jetzt haben wir es. So. Zum Ersten diese Reduktion wie vorher und das Ergebnis aber achtfach gestreckt, also achtmal so langsam und dann diese Verzerrung drüber. Lass mal laufen. Gut, und jetzt mit dem Verzerrer. Für den Verzehrer. Thank you.
bisschen von dem Lied weg. Ich gehe wieder zurück. Das. Ich sag, da können wir systematisch alle möglichen Verzerrer ausprobieren, zum Beispiel den. Gut. Und jetzt bauen wir das Ganze total um. Wir machen ein neues Skript, gehe von vorn weg. Und zwar einen AMP-Skript jetzt für das andere Programm. Das heißt, wir nehmen jetzt als Input 1 diesen Tom Steiner. Mono. Das Kernmodul 1 nehmen wir Hugo. Ja. Und Sinn. Das ist der grundlegende Patch. Und in diesem Hugo ist jetzt alles drinnen, was wir vorher in Schritt für Schritt geschrieben haben. Also diese Zerlegung in Radius Delta Phase und die Filterung und diese Rückumwandlung, das ist jetzt alles drinnen. Und wie man das jetzt haben will, muss man einen Parameter setzen. Also der Patch ist eh klar, das ist der Input-File, der da gescannt wird. Der wird adressiert an dieses Modul, das ist das Stern I1. Und das Resultat von dem wird dem Output übergeben, Stern K1. Ne? Und optimiert, dann halt immer einen vollen Pegel haben. Und alle arbeiten Mono und diese komplexe Aufbereitung ist in dem Modul schon drinnen. Also um die muss man sich nicht kümmern jetzt. Ne? So, für den Sequencer ein Segment. Dauer ist 10-20 Sekunden, haben wir gesagt. Die Ausgangsposition von dem Soundfile, das haben wieder diese 3,25 Sekunden. Und jetzt muss man diese Filter
Parameter setzen. Das schaut hier so aus. Ich nenne das eben da nicht Filter, sondern Mollify, also Glättung, Weichmachung. Ist aber dasselbe in Grün, weil es ist ja kein Filter. Es nimmt uns ja nicht irgendwelche Frequenzanteile weg, sondern nur die Geschwindigkeit von der Bewegung. Und das hat dann ein bisschen andere Werte, also kann jetzt nicht 10 Hertz eingeben oder so, sondern so 001. Mal so. Und das müsste mal genügen. Das ist einmal die ganz grobe Einstellung. Ich probiere nur mal, ob es überhaupt funktioniert. Das macht es ja. Und dieses Skript müsst ihr jetzt mit AMP aufrufen. Also mit was? Mit dem. Genau, jetzt können wir Schritt für Schritt das wieder aufbauen, wie wir schon gehabt haben. Also das ist jetzt dieses Glättungsfilter, Mollify. Und wir können aber einen Tiefpass auch vorschalten. Also die Reihenfolge ist jetzt egal, wie die Parameter stehen, aber ich schreibe es da rein. Die Cut-off-Frequency von dem Tiefpass, und das waren erst, glaube ich, 350 Hertz. Ich glaube, das war der falsche. Okay, funktioniert. Und ist jetzt aber ein Element in einem Sequencer. Also mit dem können wir jetzt schon eigentlich schon komponieren. Die Variante da oben, Sinus, also gibt halt wieder einen Sinus aus, wie die ganz einfache, aber da kann man sich die Wave Shapes direkt hinschreiben. Das, was wir vorher gehabt haben, war so. Das sind so. Schaut das aus wie bei mir? Schaut aus wie bei dir. Doppelpunkt. Und was ist die Error-Message? Er sagt. Das ist der INI-Datei. Nein, 5 bis 7.0 frei nach vorne. Ja. Die INI haben wir nicht. Ah, aber du bist nur in der INI, du bist aus der. Da steht eh drüber. INI wahrscheinlich. Da steht irgendwas drin, also nicht. Du bist noch gar nicht in dem Skript. Was ich kenne.
Ah, das ist Projektion. Projektion. Setzen kann aus Grundton, geradzahligen Obertönen und ungeradzahligen. Das heißt, wir haben da drei Parameter. Spottton. Even. Und Odd. Also wenn die alle auf 1 gesetzt sind, dann kommen wieder so die Kurvenform von einem 8 heraus, von einer Erlebniskarte. Und die kann man jetzt völlig beliebig kombinieren, wie ein Orgelregister. Das heißt, das könnte man jetzt so ausprobieren. Wir machen immer 5 Sekunden, 3 Segmente. So. Jetzt habe ich 3 Segmente im Sequencer, wo nur ein Parameter steht, dann ist dieser Parameter konstant, das bleibt alles wie es ist. Da heißt dieser Schrägstrich, dass der Soundfile bei 3,25 Sekunden beginnt und ab da kontinuierlich weiter gescannt wird. Sonst würde er immer wieder von dort anfangen. Und jetzt haben wir im ersten Segment von dem Sequencer haben wir nur den Grundton, im zweiten haben wir nur die geraden Obertöne und im dritten nur die ungeraden. Im 20 haben wir gerade im vierten. Machen wir ein viertes und da haben wir dann alle. Also die Knackser können wir nicht, da kann man Fade In und ein Fade Out geben. Fade In 0,1 Sekunde und Fade Out auch. So, der Doppelpunkt. Und jetzt wäre es natürlich elegant, dass das nicht springt, wodurch es immer wieder Knacks dazwischen, sondern diese Parameter verschliffen werden. Das heißt, da gibt es jetzt einen Modus, wie man die Sequencer-Elemente verknüpft, das heißt Connection. Connection, das ist der Modus 1, also 0 ist ein harter Sprung. Und der Modus 1 macht der Portamento, verschleift die Parameter von einem Wert zum anderen. Und zwar in der Dauer von einer Sekunde. Also am Schluss von jedem Element, eine Sekunde vorher, fängt
fangen die Parameter an, ineinander überzugehen. Muss man aber deklarieren. So, und zwar Interpolation. Interpolation ist linear. Das machen wir bei allen dreien. Wahrscheinlich schon linear. Proportional wird übrigens gar nicht gehen, weil das darf nicht auf 0 gehen. Wir können den Übergangsbereich noch viel größer machen, machen wir 3 Sekunden. Das ist irgendwie spannender. Genau, das sind 4 Sequencer-Elemente zu je 5 Sekunden hintereinander. Und jetzt schaue ich mal kurz nach, was es für Wave-Shapes da drinnen schon gibt. Naja, da steht zum Beispiel das Register noch gar nicht drinnen. Funktioniert aber. Nein, das ist eher so gedacht, das machen wir dann eh. Da kriegst du jetzt nicht einen Sound als Output, sondern nur die Kontrolldaten, mit denen man jetzt andere Sachen steuern kann. Das machen wir gleich. Das ist der nächste Schritt. Also da kann man jetzt natürlich mit beliebig vielen Segmenten, also einen Sequencer aufbauen. Es sind dann nur ein paar andere Sachen drinnen, die vielleicht spannend sind, die sind in dem Hugo gleich eingebaut. Zum Beispiel so eine Skalierung von der Winkelgeschwindigkeit. Das heißt hier ganz einfach Pitch. Das gebe ich jetzt auf die doppelte. Das ist doppelt so schnell und dann sind wir auch da höher. Oder gehen wir runter. Da runter. Sehr wundern, weil ich nicht einen Direktanteil auch hätte da drinnen. Schauen wir mal. Nur wenig. Ja, haben wir noch nicht, müssen wir anders lösen. Gut. Aber was wir machen können ist, ja.
welchem Frequenzbereich waren wir da? So unter 350 Hertz gehen wir auf 300. Ich probiere es erst aus, bevor sie das abschreibt. Ja, funktioniert. Okay. Das ist jetzt eine Frequenzspiegelung an 300 Hertz. Das heißt, wir haben einfach die Intervalle umgedreht. Und das ist alles ganz einfach, weil wir eben in dieser Instantaneous Frequency sind. Also mit der kann man jetzt eigentlich herumspielen, wie man will. Am Schluss fährt es irgendwie gegen Null und das ist natürlich jetzt die inverse Spitzen da auf der. Und was noch interessanter ist, also das lassen wir jetzt wieder mal weg, ist, es gibt eine Slope-Funktion, also wo man die Intervalle dehnen kann. Zum Beispiel auf die doppelte Größe. Und da muss man auch ein Zentrum angeben. C-Slope. Das lassen wir wieder 300 Hertz. Kurz ausprobieren, ob es wahr ist. Ja, das war. Intervalle, die jetzt da drin vorkommen, werden viermal so groß. Und das Zentrum 300 Hertz, das ist das Center of Slope, das bleibt erhalten. Und nach oben, nach unten wird die ganze Intervallskala im vierfach gedehnt. Das heißt, aus jedem Halbton wird ein Terz. Also jeder kleine Terz wird eine Oktave und so weiter. Kann man jetzt auch alles kombinieren mit Spiegelung, mit Pitch und mit diesen Intervalldehnungen stauchen. Man kann es auch kleiner nehmen, man kann es alles auf, dann schrumpft es zusammen auf Vierteltöne, wenn man zum Faktor 0,5 nimmt. So, und jetzt machen wir das ganz anders. Damit sind die Möglichkeiten intern schon begrenzt. Also da steckt eh schon viel drinnen. Aber wir können uns eben statt direkt eine Wellenform ausgeben zu lassen, auch nur die Kontrolldaten holen. Das machen wir dann so. Und jetzt brauchen wir natürlich irgendwas, das wir mit diesen Kontrolldaten ansteuern.
Im einfachsten Fall wieder den Sinusgenerator oder. Oder einen Sägezahn. Das brauchen Sie mal nicht. Und der braucht normalerweise nur eine Frequenz. Und die setzen wir auf Null, also der kriegt von Haus aus einmal gar nichts, wird aber gesteuert jetzt von dem Control-Tab. Und zwar, Control ist gleich K1.1. Das schaut eben so aus, der liefert zwei Kanäle, am linken Kanal ist die Amplitude, am rechten Kanal ist dann diese Delta-Phase. Nur müssen wir die jetzt umtypisieren, das heißt, Frequenz-Control ist gleich Frequenz, weil sonst kommen da einfach Phasen zwischen Plus und Minus Pi raus und jetzt kriegen wir die entsprechenden Frequenzen. Und da Standardamplitude geben wir den anderen Control-Output, nämlich die Amplitude. K1.0. Also wenn da zwei Kanäle daherkommen, dann ist der eine immer Punkt 0 und der zweite ist Punkt 1. Du hast zwei weggeschlossene Pianos. Wo? Ja, ah, okay, ja, das. Punkt 0 ist der linke Kanal, da ist die Amplitude. Ja. Und Punkt 1 ist der rechte Kanal, da kriegen wir jetzt die Frequenz raus. Also ihr könnt euch selber da eure Kommentare daneben hinschreiben. Also mit dem doppelten Hochkomma kann man dahinter einfach dazu schreiben. Das ist das Gänsefüßchen. Das Modul liefert jetzt zwei Kanal-Output. Links die Amplitude, rechts die Frequenz. Und die adressieren wir eben so, das Modul 1, Kernmodul 1, Punkt 0 ist der linke Kanal, Punkt 1 ist der rechte. Also es geht einem Mehrkanaltechnik, dann geht das bis irgendwo hin. Das brauchen, das gibt es jetzt da gar nicht. Das können wir rausnehmen. So. Das brauchen wir jetzt im Moment auch nicht. Wir machen wieder nur ein Segment mit 20 Sekunden. Dann brauchen wir das da auch nicht. Ups, wieso haben wir nichts? Ja, war auch gut. Was? Schauen wir, was wir falsch gemacht haben. Was anderes? Geschrieben? Ach, wieder. Ach,
Ah, das ist natürlich ein Blödsinn, wenn man da Mono schreiben wieder kommt. Wir brauchen ja zwei Kanäle, das muss raus. Es gibt eh nur die eine Version. Darum haben wir auf der Frequenz jetzt gar nichts gekriegt. Jetzt haben wir das, was wir vorher in Was geschrieben haben, auf ganz andere Art rausgekriegt, also nochmal. Nochmal ein bisschen anders aufgebaut. Aber jetzt besteht die Möglichkeit, dass wir da jeden Generator einschleusen. Oder da gibt es zum Beispiel einen, das ist die Pseudomembran, ich nenne das immer PSM. Das ist wie eine flächige Membran. Hat Unmengen von Frequenzen und die braucht eine Basisfüllung, das geht auch wieder mit so, und eine Dimension, dem ist 10, 10 mal 10, da haben wir die Frequenz, und der braucht noch eine Proportion, eins. Das heißt, es wird jetzt, das ist ein Generator, der schafft ein Spektrum wie eine quadratische Membran, also mit der Proportion 1 zu 1. Also wenn man sich vorstellt, eine Trommel, die quadratisch ist und gespannt ist, die hat solche Obertöne. Das klingt dann. Pseudomembran. Und das funktioniert so, dass jeder flächige Schwingungskörper hat eben ein flächiges Muster an Obertönen, die jetzt überhaupt nicht ganzteilig zueinander sind, sondern nach einem bestimmten Schema. Und wenn die Proportionen von so einer Membran nach der Wurzel einer ganzen Zahl geht, dann kann man die zusammenfassen. Dann kann man den Klang ganz anders aufbauen. Und jetzt, wenn ich da zum Beispiel 2 nehme, dann ist das wie so eine Membran in der Proportion 1 zu Wurzel aus 2. Also so wie unsere DIN A4 Blätter oder sowas da. Natürlich auch Folgendes machen, man kann diese Proportionen ganz extrem nehmen. Also wenn ich damit zum Beispiel 10.000 gebe, dann ist das so wie 1 zu Wurzel aus 10.000, das ist 1 zu 100, das wäre dann so ein Streifen.
du einen Autoknopf da drin? FTR1? Hat er gerade einen? Ja. Ja, das ist bei dieser Kurier-Schrift ein bisschen komisch, dass die L und die 1 so ähnlich sind. Na gut, da kann man sich jetzt herumspülen. Funktioniert das bei allen? Ja. Ja, gut. Wurden Daten speichern in der Liste? Wurden Daten speichern in der Liste? Die Kontrolldaten? Du kannst das Soundfile abspeichern. Ganz einfach. Und kann man bei Frequenz Wahrheitsbildung das für das Soundfile? Okay. Ich speichere dann das Skript einmal ab. Also Schritt für Schritt. Jetzt wechseln wir mal den Generator aus. Also statt diesem Generator nehme ich jetzt Seitenmodell, Oszillator, Chord, Mono, Dimension 128, 128 Punkte Seite, Any-Modus ist gleich, also für die Seite gibt es eine Menge Initiierungsmodelle, ob man es zupft, ob man es schlagt. Also in dem Fall gibt es einen, der heißt Drag, also die wird einfach gezogen und dann auslassen. Also das kann man sich durchaus so vorstellen, wie man eine Seite gespannt hat, die aus 128 Punkten besteht und man zieht an und lässt los. Nur haben wir dort eine Menge anderer Parameter. Die müssen wir jetzt wieder mal aufbauen. Wir haben jetzt keine Frequenz, sondern wir haben eine Seitenspannung, die wir vorgeben können. Die setze ich jetzt einmal auf 0,1. Und wir haben eine Dämpfung. Die setze ich auf 10 Sekunden Ausklang. Und in der eckigen Klammer des Damp heißt, dass diese 10 Sekunden Ausklang in einen Dämpfungsfaktor umgewandelt werden. Also jetzt macht der Hugo einmal gar nichts, also jetzt haben wir nur diese Seite. Dann brauchen wir dazu die Position, an der die Seite initiiert wird, also wo man anreißt. Das ist Inipos, Position. Sagen wir irgendwo am Ende bei Punkt 120 die Amplitude, mit der man da anreist. Eins, der Einfachheit halber. Dann brauchen wir als letztes nur ein Pickup, wo diese Seite abgenommen wird. Das ist PU. Das macht man meistens auf dem anderen Ende von dort, wo angerissen wird. Also nicht in der Nähe, weil sonst hat man eigentlich nur den Impuls. So, Nummer 5. Und bevor wir das jetzt uns anhören, machen wir View is Position. Also es passiert jetzt gar nichts, die Amplitude lasse ich nun weg, das brauchen wir jetzt gar nicht.
Und dieses Modul Hugo läuft jetzt einmal leer mit. Das rennt zwar, aber es bewirkt jetzt gar nichts. Jetzt schaut das so aus. Na? Irgendwas stimmt da noch nicht. Der 128. Ah, ganz einfach, wir haben nur keine Dauer für die Initiierung. Weil dieser Vorgang, das anzureißen und wieder auszulassen, der dauert einfach wenigstens ein paar Millisekunden oder kürzer. Irgendwas müssen wir schreiben. Initial Duration 0,001 passt. Sekunden. Also eine Millisekunde dauert der Vorgang des Anreißen und wieder auslassen. Und jetzt müsste es so gehen. Also das sind jetzt die Wellen, also langsam betrachtet, die auf diesem Seitenmodell laufen. Also so schwingt es. Die Höhe muss jetzt immer weniger werden mit der Zeit, oder? Nein, ich habe reine exponentielle Dämpfung drinnen. Ja. Und wenn man da weiter will, drückt man auf C, Continue, dann wird es gerechnet. Ist noch nicht sehr raffiniert, aber es kommt. Können wir Hochdruck einigen? Ja. Sicher, also da kann man es jetzt bereits schon mal spielen, also wo man die Initiierung macht und wo den Pickup. Wir können uns auch in die Nähe. Tension geht von 0 bis 1. Bis 2 genau genommen. In einer quadratischen Abhängigkeit. Ja. Aber da kommen wir gleich dazu. Jetzt machen wir nur ein paar Feinheiten, dass das halbwegs noch was klingt. Es gibt eine zweite Dämpfung, die heißt Smooth, also Glättung. Die geben wir 2 Sekunden. Und die Dämpfung nimmt die höheren Frequenzen schneller weg. Und dann gibt es so eine zweite Spannung, die heißt Elastizität. Das geben wir ein bisschen weniger als die eigentliche Spannung, die bewirkt, dass sie die Seiten weicher verhält. Das heißt, wenn es voll ausschwingt, hat es eine andere Tonhöhe, als wenn es nur leicht schwingt. Können wir nur ändern, den Pickup woanders hinsetzen, dass er ein bisschen besser zur Geltung kommt. Wir kommen von der View da wieder weg. Mit C, Continue. Oder mit Quit, dann bist du wieder draußen. Gut, und jetzt können wir mit diesen Control-Daten können wir alles Mögliche steuern. Im Grunde können wir jeden Parameter von diesem Seitenmodell steuern. Könnte zum Beispiel... Kannst du das kurz zwischen speichern? Ja, ja. Jetzt in dem Zustand. Ja. Okay. Somit
Gut, das ist einmal draußen. Ich könnte jetzt zum Beispiel dem Pickup die mittlere Position geben, so ungefähr 60. Und ihn mit der Amplitude von dem Hugo hin und her fahren lassen. Und zwar plus minus 50. Das ist der Range. Das ist der Range, genau. Das heißt, dass wenn der Bereich zwischen 0 und 1 ist, dann fährt das jetzt von 60 bis 110 hin und her. Dieses Mollify anders setzen. Probieren wir es kurz. Na, bewirkt man jetzt sehr viel. Wahrscheinlich kriegen wir so einen kleinen Pegel raus, das wird es wahrscheinlich sein. Das heißt, da gehen wir gleich 500 in Range. Immer zu wenig. 5000. Den View schalten wir jetzt einmal weg, einfach off. Und im Grund haben wir nicht viel. Blödsinn, das war jetzt ein Fehler von mir. Ich habe die Initiierungsposition verschoben, aber die ist nach einer Millisekunde sowieso nicht mehr vorhanden. Ich wollte den Pickup, das gehört eigentlich daher. So, in die Post lassen wir wieder, was war, 5. Dann muss das auch mit 50 gehen, das ist ja Witz. Rekonstruieren wir wieder. Warte, bis ich das fertig geschrieben habe, nicht, weil sonst sind wieder lauter falsche Sachen drin. CM steht noch nichts in der CM? Ah, genau, ja. Linear. Ich fahre ein bisschen schnell hin und her. Der Pickup. Wahrscheinlich fährt er aus der Seite raus. Ah, klar, den wollten wir in die Mitte setzen. Also was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe den Pickup adressiert und habe den immer wieder verschoben, aber raus aus der Seite weg. Dadurch haben wir jetzt diese Unterbrechungen drin gehabt. Jetzt kommen wir hin. Jetzt sind wir schon näher dran, jetzt ist nur ein bisschen zu wenig. Gehen wir wieder diese 50.
Gut, aber interessant ist jetzt natürlich, wenn man, also das hört man andeutungsweise, aber die Amplitude gibt jetzt nicht so viel her, dass der Pickup wirklich fest. Interessant ist natürlich, wenn man jetzt die Spannung steuert mit dieser Instantaneous Frequency. Und dann nutzt uns ja Frequenz nichts, weil wir brauchen ja Spannungswerte zwischen 0 und 1. Und außerdem in einer quadratischen Abhängigkeit, der Modus SQ, Square. Das quadriert uns jetzt die Instantaneous Frequency und mit der können wir diese Seitenspannung steuern. Das ist jetzt einmal ganz, ganz gering. Und jetzt brauchen wir ziemlich großen Range. Ich schätze sowas auf 500. Das muss man einfach ausprobieren. Weniger Dämpfung, dann nehmen wir also eine längere Ausklingzeit, 30 Sekunden. Also das kann man sich jetzt so vorstellen, dass man so eine Seite hat, die man anreißt und die jetzt ausklingt und aber ständig die Spannung verändert. Und an der Stelle kann man natürlich andere Modelle auch einbauen. Also statt der Seiten kann ich eine Stange reintun. Also das wäre dann nicht Oszillator-Chord, sondern der Bar. Dann schwingt das wie eine eingespannte Stange mit ganz anderen typischen Spektren. Wahrscheinlich wird es jetzt reißen. Ja. So ist es broken. Genau. Weil man da nicht so viel Spannung geben kann. Und das kann man dadurch lösen, dass man intern oversampled, also Zyklen einbaut. Zyklus ist gleich 4. Jetzt wird das Seitenmodell 4-mal durchgerechnet, bevor ein Wert ausgegeben wird. Und dadurch kann man in der Spannung jetzt relativ höher. So Oversampling schlicht und einfach. Dauert natürlich auch länger dadurch. Kann man aber damit mit einem Tastverhältnis, das ist der Parameter Tast, kann man das portionieren, ob das jetzt symmetrisch ist, wirklich ein Rechteck oder. Die Frequenz oder äquivalent, ja. Also das können wir ruhig noch ein bisschen raufsetzen. Ein bisschen höher ansetzen. Ja, das geht schon genau. Gut, und da könnt ihr mal nachschauen bei den Oszillatoren, da gibt es jede Menge verschiedene, die man da einsetzen kann.
Wird nur einmal angestoßen, genau. Also wir könnten das jetzt auch so machen, das zwischenspeichern. Wir könnten jetzt auch 20 Segmente machen. Und jetzt wird alles unter eine Sekunde. Dann kriegt es jetzt jede Sekunde an so einen Impuls. Mache ich die Dämpfung runtersetzen. Raffinierter machen und mit diesem Timing vom Sequencer auf den Inhalt jetzt Bezug nehmen und schauen, wo das jetzt, wo man es wieder initiiert. Könnt ihr es auch anschauen, weil diese Stange natürlich ganz anders schwingt wie eingespannte Saiten. Also das war die Initiierung. Jetzt ist sich selber überlassen. Die Breite von dem Fenster haben jetzt die 128 Punkte. Ja, da sind ganz andere Teiltöne drinnen, wo nur die obersten in irgendeinem ganzteiligen Verhältnis sind. Na gut. Okay. Habt ihr das schon laufen alles? Ich war nicht so laufen. Achso, ja, jetzt. Ganz kurz offen lassen. Ganz kurz offen lassen. Ja, mache ich jetzt. Ich bin gerade dabei. Bei mir klingt das immer wieder, als schon die ganze Zeit. Also, das ist genau das Gleiche. Aber das alles genauso. Echt? Ja, das wäre nicht so schnell. Ganz Pitch 2, ja? Ja, ja. Okay. Ganz cool. Wie viel ist das? Schaust du bei deiner Sample-Rate auf dem System? Also, bei dir. Aber gehst du in Audio MIDI Setup? Ja, okay. Oder schaust du noch, weil du hast die Hämmer voll gehabt, oder? Ja, stimmt. Ob die auf 6 und 1 läuft? Sorry, the string is broken. Genau. Sehr slow. Kann ich mal mit Blue 2? Was ist das gerne? Nach oben für das Seite 4. Seite 4, das war schon das Steckmaß. Ganz oben nicht. Achso, okay, das ist Blue 2, dann wird man verlaufen.
This also won't be nice. Yeah. Also entweder du schreibst eine Kette verschiedener Dauern, sodass du jetzt noch 2 Sekunden, dann daraufhin eine Sekunde weiter, also so als Dauernreihe, oder du schreibst eine Zeitpunkte, du musst aber dann die letzte Dauer definieren. Klar, also da sucht man sich halt die Punkte raus in so einem Fall, wo das sinnvoll ist. Und also am besten in einem Sound-Editor mit den Pfeil laden und raussuchen, wo die geeigneten Punkte wären, und abschreiben und dann da reinsetzen. Also das. Moment, das ist mir jetzt gerade alles. Okay. Lassen wir es einmal so, und dass man damit zurechtkommt. Und ich habe 2000 Spannungen. Ist das da herinnen? Das muss aber gehen, das habe ich auch schon mit 2000 drinnen gehabt. Ja, ist das wirklich genauso wie da? Nein, ich habe viele Fehler. Ich suche also Fehler? Nein, es sind keine Fehler. Sind nein, ich habe mir was falsch gespielt, kopiert. Und wenn dann die Seiten immer... Dann kann man den Zyklus erhöhen. Also kann es dann auf 5, 6, 7, 8 auch setzen. Aber es wird dann immer langsamer dann. Ja, warte mal. Wahrscheinlich erst die Tiefen, die höre ich nicht da. Und für dir? Ich muss einmal zurückgeschrieben. Was ist denn?
was findest du von der Idee? Weißt du nicht, was Kannst du jetzt kommt. Es gibt es ja. Ja. Mit dem Ah, das ist manchmal so, das schreibe ich so schnell und dann... So okay, dann bin ich jetzt etwas schneller. Gut, dann...